Alter, was? War der schon immer hier? Hier war doch der Zwerg drin. Verschlossen. Ich bin überladen. Es ist verschlossen. Ich bin überladen. Hier war ganz... Aber warum hat uns der Hund denn angegriffen? Ich wollte niemals den Hund töten. Ich liebe Tiere. Ich würde niemals einem Hund was tun. Ist es stärker? Nö. Strohhut. Mega geil. Das kann ich dafür nicht verwenden. Die Armbrust hat ein... Wie einfach nur was Grünes dastehen muss und schon gehört es zu den besseren Waffen aus meiner Sicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Kurzt euch weg. Wesen weg. Damit funktioniert das nicht. Keller weg. Oh, das geht schon noch. Bisschen quetschen. Bisschen zusammenbatzeln, dann geht es. So, Freunde, das Gasthaus zum Zwergenbrot, wird, glaube ich, schnell durchgeforstet sein. Komm, so ein bisschen Früchte und so, weißt schon. Zitrusfrüchte und den ganzen Spaß. Hoffen wir, dass uns da niemand drauf anspricht, dass wir jetzt den Hund gekillt haben. Ich nehme jetzt mal ganz unverfroren alles mit. Alter, was hat der denn da? Henkers Stoßspeer der Schnelligkeit. Der Schwelligkeit. So. Hier hinten ist ja sowieso niemand mehr, oder? Hervorragend. Militärische Abhandlungen kennen wir alles schon. Hier ist noch ein Bücherregal, okay. Ah, hier ist, hier ist eine Hintertür. Boah, aber wir haben da doch so ein paar. Es ist nicht ungefährlich, ne, so eine Tür nach hinten offen zu haben. Besonders, wenn da die Orks die ganze Zeit rumlungern, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich das befürworten kann. So, wir verkaufen jetzt dem Watzlaw, dem Douglas, weil das nämlich so ein Dreckskerl ist. Gleich mal sein eigenes Zeug. Der hat's verdient, Freunde. Der hat es verdient. Diesen Gesang werde ich nie vergessen. Ich kenne den, ich summe den manchmal vor mich hin, obwohl das Spiel ja schon so lange her ist bei mir. Nimm den Besen mal mit, so. Warte kurz, hier ist die Vorratskammer. Ich kann das Stroh nicht wegtun. Dankeschön. Und Gott sei Dank hat er genug Hunger, um das gleich wegzuessen, wenn ich da jetzt nochmal hin hätte müssen. Also, Verpflegung geht uns die nächsten 3 Jahrhunderte nicht mehr aus. Steht hier? Magische Missgeschicke Teil 7. Hallo Champion, was kann ich für euch tun? 152, mein Lieber. Ich kann dir einen Besen verkaufen. Du solltest dir ernsthaft mal Gedanken über deinen Besitz machen und unbedingt neue Reichtümer anhäufen. Okay.
läuft Vital. Guten Tag, mein Herr. Ihr habt Watzlaw ganz schön fertig gemacht. Ich glaube nicht, dass er vorher schon einmal besiegt wurde. Was ist es, was ich bei so einer Flitzpiepe erwarte? Eine Froschstatue. Du bist genauso eine von den Personen, wo ich fest damit rechnen würde, dass er eine Froschstatue bei sich trägt. Schätz dich glücklich, Vital, okay? Schätz dich glücklich. Was haben wir hier? Manuskript Drachen und Lindwürmer, okay? Das kennen wir auch schon. Geheimnisse der Alchemie. Nächster sei ins Herz gelegt, dass... Es wurde bereits viel zu viel Mumpitz über die schwierige Kunst der Alchemie verfasst. Was ist schon dabei? 12 verschiedene Pulver oder ähnliches in eine große Schale zu geben und alles zu vermengen. Dem geneigten Leser sei ins Herz gelegt, dieses Traktat von Zickzocks dem Augenbrauenlosen mit einer gehörigen Portion Skepsis zu studieren. Okay. Juckt niemanden? Alexandros? Ein bisschen Kohle dabei, sonst nichts. Okay. Wir haben mit denen auch schon allen geredet. Ich rede jetzt nur noch mal. Zieh die? Mann, ihr seid der Typ, der Watzlaw besiegt hat. Ich wünschte, ich wäre so stark wie ihr. Das höre ich öfter. Mann, ihr seid der Typ, der Watzlaw besiegt hat. Ich wünschte, ich wäre so stark wie... Nice. Wisst ihr, wie mein Training aussieht? Die meiste Zeit besaufe ich mich einfach, Jungs. Die meiste Zeit bin ich einfach am Saufen und Fressen und was sein. So in den Sinn überragend kommt, wenn man eben der Held ist. Oh. Ah. Ja, behalte deine Heilung und deine Stiefel. Deine Stinkstiefel. So, Watzlaw. Hi. Ich sagte doch, ihr sollt euch verbissen. Ich muss mich konzentrieren, um meine aggressive Energie zu benennen. Okay. Dann will ich dich auch nicht weiter stören. Ich meine, ich bin ja ein anständiger Bürger von Rivellon. Deswegen geh dann mal. Die Tür ist verschlossen. Nur für manche. Was haben wir für ein Manuskript? Der Dunkelwald. Ein Ort der Feen, Dryaden und sprechenden Bäume. Das kennen wir aber auch schon. Was haben wir hier noch? Gedärme. Ein Chemieset. Aha. Ich glaube manchmal wirklich, dass ich der anständigste Bürger Rivellons bin. Können wir ihn darauf ansprechen? Ja, Freunde. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Wir haben quasi das Gasthaus zum Zwergenbrot damit auch erledigt. Hier gibt es für uns nichts mehr zu holen. Wir müssen jetzt als erstes mal kurz heim. Ganz schnell. Und uns mit zwei... Also erstmal müssen wir den Speer loswerden. Damit funktioniert das nicht. Dann besaufe ich mich. Nee, die bleiben hier. Genau. Und dann bräuchte ich tatsächlich zwei Todesskorpione. So. Das kann ich dafür nicht verwenden. Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. So, ich nehme ab sofort auch nur noch die Skorpionsfallen mit, die wir wirklich brauchen. Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Hä?
Das klappt ja mal überhaupt nicht so, wie ich das sonst gemacht habe. Oder mache ich es einfach so schlecht? Ich bin bloß gerade erschrocken, weil ich hoste ja auch Leute auf Twitch. Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Und das wurde jetzt gerade angezeigt. Ich bin überladen. Das war so nicht geplant, aber es hat funktioniert. Meine kleinen Freunde. Das ist der zweite. Sehr schön. So, wir reisen jetzt ein bisschen, okay? Wir werden töten, morden, brandschatzen. Das volle Programm. Aber ihr kennt das Ganze ja schon. Wir können momentan leider nicht kämpfen, weil wir haben uns mal wieder eine kleine Auszeit gegönnt. Mal schauen, was wir Schönes finden. Erfahrener orkischer Bogenschütze. Armbrustschütze. Gewonnen hätte. Okay. Ich wäre jetzt eigentlich gern hier durchgegangen. Das war jetzt nicht möglich. Wer seid ihr? Luther. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Wir sind bescheidene Obsthändler auf dem Weg zu Markus, dem Händler. Er erwartet eine Lieferung von uns. Aber wie ihr sehen könnt, ist unser Rad gebrochen und wir stecken hier fest. Kann ich euch Hilfe anbieten? Hört mich an, der Händler Markus. Droben auf dem Marktplatz wird euch sicherlich mit Freude ein neues Rad aus seinem Lager geben, wenn er erfährt, dass seine Obstlieferung hier liegen geblieben ist. Sagt ihm, dass er die Kosten für das Rad von dem Preis abziehen kann, den wir für die Obstlieferung ausgehandelt hatten, wenn wir sicher an unser Ziel gelangen. Markus hat bereits vermutet, dass etwas passiert ist. Er hat mich geschickt, um nach euch zu suchen. Ja, Markus ist die tüchtigste Haut in ganz Rivellon. Nein, das sind wir. Einer der besten Kerle, mit denen ich je das Vergnügen hatte, Geschäfte zu machen. Wenn er erfährt, dass wir ein gebrochenes Rad haben, wird er uns mit Freuden helfen. Ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Ich bin bald zurück. Fehlende Lieferung Radpanne. Ich habe den Wagen gefunden, der mit einer Lieferung an den Händler Markus zum Markt von Flussheim unterwegs ist. Dummerweise ist ein Rad gebrochen. Die Fahrer haben mich gebeten, Markus zu benachrichtigen, damit er ein neues Rad schicken kann. Ich vergaß, ein Ersatzrad mitzuführen. Wozu auch, wo doch alle noch stabil aussahen. Markus wird es aber bestimmt anders sehen, wenn wir mit matschigen Früchten bei ihm ankommen. Er wird mir die Ohren abreißen. Gar nichts dabei. Bret. Den heiligen Göttern sei Dank. Jemand hat uns gefunden, bevor die Orks dies taten. Bitte helft uns. Wir müssen unseren Wagen reparieren. Wir brauchen dringend ein neues Rad. Wir kümmern uns darum. Beruhigt euch, guter Mann. Eine mutierte Spinne. Attacke. Ich sichere hier bloß noch schnell die Umgebung ab. Sollen wir... Jetzt konnte ich den Bereich hier gar nicht absuchen. Netter Versuch, Freunde. Okay, pass auf, ich kümmere mich um euch, okay? Ja, als Händler in der Gegend... Eher kritisch. Würde ich eher kritisch betrachten, die Situation. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank. Tauchen wir, mein Freund. Gott sei Dank tauchen wir, die Helden von Allerrot, auf und werden alles regeln. Alles zum Guten wenden. Wir werden jetzt erstmal uns auf den Weg nach... wie heißt der schöne Ort? Flussheim machen. Mit Markus quatschen. Ihm die Situation erklären. Kommt ihr zwei, kommt mit.
dachte, die können mitreisen. Schnell schlafen. Okay, jetzt sind sie zumindest tot. Nicht, dass sie jetzt irgendwo sich rumtummeln und alles töten. Asmagika. Haben wir den jetzt mitgenommen, unseren Stein? Der ist durch. Der ist durch, der ist nicht durch. Das kann ich nicht verwenden. Kostproben, Freunde. Hier ist ein Haufen Wein. Was ist hier drüben noch? Hier sind Töpferwaren. Hier ist nochmal Wein. Also gibt es hier oben nur noch den. Was ist das hier? Eine Kuh. Das war ein Versehen. Es war wirklich ein Versehen. Da ist Dr. Elrads Haus. Ich wollte die Kuh nicht umbringen. Ich wollte sie... Ich schwöre, ich wollte sie nicht umbringen. Also wir müssen hier unten noch die Stände abchecken. Hier haben wir noch ein bisschen was. Wir sind sogar mit den Ständen fast durch. Marcus. Seid gegrüßt. Ich möchte dir nicht ein paar meiner Waren kaufen. Ich bringe Nachricht von dem Karren, auf den ihr wartet. Er ist stecken geblieben. Der Karren braucht ein neues Rad. Ein defektes Rad, sagt ihr. Diese Narren sollten den Karren besser warten. Aber das erklärt zumindest den Verzug. Ich bin euch sehr dankbar für diese Kunde. Würdet ihr euch denn ebenso bereit erklären, ihnen ein neues Rad zu überbringen? Ich fühle mich dabei raus. Verzeiht, aber ich habe eine gute Tat für mich heute schon vollbracht. Ihr müsst euch etwas anderes für euren Botengänge suchen. Einverstanden. Werd's tun. Niemand hat es verdient, dort draußen inmitten von Banditen und noch schlimmeren Gesindel festzustecken. Ausgezeichnet. Wartet, ich bringe euch ein neues Wagenrad. Ich habe eines in meinem Wagen dort drüben. Sehr geil. Hier, habt ihr es. Gute Reise. Schätzt Marcus wie einen sehr mitfühlenden Menschen ein. Glaubt, ihm geht's nicht nur ums Geschäft, Freunde, dem geht's um mehr. Ich bin überladen. Liefere ein neues Wagenrad. Marcus hat mich gebeten, seinen Fahrern ein neues Wagenrad zu bringen. Ich habe zugestimmt, da es niemand verdient hat, lange in dieser Wildnis festzusetzen. Achso. Und knallst mir da mein Inventar mit 500 zu. Das kann ich dafür nicht verwenden. Oh Gott. Wenigstens sind die Quests abwechslungsreich. Abwechslungsreich. Damit funktioniert das nicht. Verstehe irgendwie manchmal so Kritik nicht. Wenn die Leute sagen so, ja, es ist immer das Gleiche. Bringe das von A nach B, mach das. Ja, es ist ein Rollenspiel, Mann. Es ist ein Rollenspiel. Was erwartet man? Natürlich muss man irgendwann von A nach B Dinge bringen, Sachen töten. Ich meine, du musst dich auch irgendwie in die Gesellschaft einbringen. Zum Gast, das zum Zwergenbrot. Es ist mitten in der Nacht. Hoffen wir, dass wir rechtzeitig kommen, um das Wagenrad zu liefern. Das Teil wiegt nämlich 500 fucking Kilogramm. Der falsche Weg. Schade, ich wollte ihn eigentlich so schön abschneiden. Also wisst ihr, da hier so zack und dann hier. Dieses ist ja noch ein Riesengebiet. In dem Bereich haben wir
den haben wir im Prinzip auch. Wir werden da nochmal entlang gehen und dann die zwei Häuser checken. Ja, und hier müssen wir halt schauen, wie weit wir runterkommen. Verdammt. Ich bin zu spät gekommen. Was ist dir nur passiert? Vielleicht kann ich hier einige Spuren finden. Der brennende Wagen. Als ich mit dem Ersatzrad beim Wagen ankam, fand ich ihn ohne Fahrer und Waren vor. Offensichtlich war er in meiner Abwesenheit angegriffen worden. Den Umständen nach zu urteilen, könnte eine marodierende Orkbande dahinter stecken. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht finde ich noch ein paar Hinweise, wenn ich mir die Umgebung etwas genauer ansehe. Alles ist kaputt, die ganzen Früchte sind im Arsch. Was ist das aufgespießte Schädel? Ich kann das nicht benutzen. Ich habe hier auf jeden Fall eine Blutspur. Aber die endet hier. Vielleicht in die andere Richtung? Hat er sich dann bis da hochgeschleppt noch? Nee, hier ist gar nichts. Oh nein! Alter. Lass mich, Junge. Zum Glück können wir gut mit dem Bogen. Alter, hat's mich gerade gerissen.